ist das letzte Spiel des Jahres, das letzte Heimspiel des Jahres. Wir spielen am Mittwoch 20.15 Uhr in der Porsche Arena in Stuttgart gegen Lemgo. Bei mir ist heute Wolfgang Strobel, unser Geschäftsführer. Wir wollen kurz nochmal aber auf das Spiel am letzten Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen zurückblicken. Du warst dort. Was war dein Eindruck von der Mannschaft, die ja das erste Spiel ohne oder ja nach der Trainerfreistellung von Markus Gaugisch bestritten hat? Ja, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel gegen den Tabellenführer über weite Strecken des ganzen Spiels. Wir hatten nur eine kurze Phase mal, in der es nicht ganz so gut gelaufen ist. Das war Abend 2020, aber ansonsten war es ja ein sehr couragierter Auftritt, viel rein investiert, viel Leidenschaft auch gezeigt. Und das ja eben bis zum 2020, dann waren ein paar Minuten schlecht und im Anschluss dann nochmal wirklich alles reingeworfen. Achtbares Ergebnis, wobei man eigentlich sagen muss, dass es, wenn es enger ausgegangen wäre, eigentlich verdient gewesen wäre. Jetzt am Mittwoch ist die Ausgangssituation ein bisschen eine andere. Der Druck liegt bei uns im Endeffekt. Beim Tabellenführer hat man mit nichts anderes gerechnet als einer Niederlage. Jetzt gegen Lemgo müssen wir gewinnen. Mit was für einer Einstellung muss man da reingehen oder was erwartest du dir von dem Spiel? Ja, ich erwarte einfach, dass die Mannschaft nach dem sehr guten Auftritt jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen nicht denkt, dass es automatisch so weitergeht. Das hatten wir, dass man das Spiel gegen Leipzig gewonnen hat und danach gedacht hat, jawohl, das nächste Spiel werden wir auf jeden Fall auch wieder gewinnen, ohne dass das gesagt wurde. Aber da muss man einfach jetzt in dieses Spiel reingehen, als ob es ja wieder um alles geht. Jeder einzelne Spieler, die Mannschaft für sich und dann geht es darum, dass wir die beiden Punkte hier behalten. Es geht um alles. Wir brauchen dafür natürlich auch wieder die Fans, die Hölle Süd. Am Mittwoch, es gibt noch Karten, also überlegt euch nochmal, schlagt zu, bringt eure Freunde mit, eure Familie, dass wir dann gemeinsam in der Porsche Arena uns nochmal zwei Punkte unter den Weihnachtsbaum legen können.